Ich hoffe, es startet auch. Es startet auch! Hallo! Hallo! Und hallo. Herzlich willkommen zu... Moment mal. Das war gerade komisch, aber ich glaube, meine Kamera stellt sich manchmal von alleine ein und deswegen... Jetzt passiert nichts. Gut, auf jeden Fall. Hallo und herzlich willkommen zu Lady Layton's Mystery Journal. Moment mal, ich habe noch immer dieses Ding da, dieses Kärtchen auf Japanisch. Ja. Egal. Verdammt. Wird sich noch ändern. Es wird sich noch ändern. Irgendwann mal. Ja. Vor Ende des Let's Plays vielleicht sogar noch. Und wir sind dann dementsprechend jetzt in der deutschen Version, wie man so schön sehen kann, anhand allem, was da so geschrieben steht. Und ich bin hier in meinem Cat-Zimmer. Was sehr pink ist. Ja, hübsch, ne? Das habe ich wirklich so gemacht und habe einen Screenshot gemacht davon. Gar nicht wahr. Meins ist Vintage. Wer ist das denn eigentlich? Ach nee, ach du bist schon bei was anderem da. So. Okay, wollen wir uns erstmal um die fehlenden Rätsel kümmern? Ja! Ja! Ich hoffe, Kira ist da, um Stift zu führen. Ja, also während wir das machen, wird das doch irgendwann sicherlich bestimmt. So, also erstmal zumachen an die Pinnwand. Denn, merkwürdigerweise fehlen uns ja jetzt plötzlich Rätsel. Also im ersten Fall, nicht. Fangen wir an Fall 2. Ja. Ja. Fall beginnen. In diesem Fall ermitteln. Hi! Das steht auf einmal auf Deutsch alles da. Das ist so ungewohnt. Ich finde es aber super. Ja. Und es ist jetzt auch endlich mal alles so in richtiger Größe. Bei einem zweiten Treffen mit Bürgermeisterin Lovonida. Oder. Nee, das. Lovonida? Nee, Lovonida. Lovonida, aber wir können das ja eigentlich überspringen, weil wir haben ja die. Ja, genau. Aber endlich sieht man das mal in voller Länge. Mhm. Ja, schöner Hintergrund, ne? Aber irgendwie muss ich da noch was machen, damit mein Greenscreen auch perfekt verschwindet. Aber so, ich denke mal nicht, dass es der hier sein wird. Nein, es ist auch gar nicht hier. Ist auch nicht hier. Ich bin jetzt mal ins Geschäftsviertel gerallt. Wir müssen, glaube ich, ja genau. Im Geschäftsviertel ist auf jeden Fall 2 orange Punkte. Na, dann wird das wohl sein, weil... Ich denke mal, das Sternrätsel ist hier. Ah ja, dieses Sternrätsel, das muss ja dann anders sein. Also, Geschäftsviertel? Klingelingeling, ja. Ich guck mal, ob sie... Ja, ist es die. Ja. Das ist es so. Gut, dann Guildhall. So, Florence Goodrun. Ja. Ach Gott, Goodrun. Gut, also sie heißt ja im Englischen, glaube ich, einfach nur. Oh, wie toll ist das jetzt? Wir sehen jetzt hier die Namen. Ja! Wir wissen jetzt, wie der heißt. Naja, bei Benny wissen wir, dass er Benny heißt. Ey, guck dir mal dieses... Bei ihr im Haar. Ja, aber ich finde meins auch sehr süß. Das ist ja voll Englisch. Ja, aber ich habe so ein süßes Käppchen. Ich finde immer noch, das sieht voll so wie Lack und Leder aus. Nein, das ist voll niedlich. Also. Oh, hallo. 1, 2, 1, 2. Wie geht's denn so? Kann das sein, dass die Schriftart auch anders aussieht? Ein bisschen. Ne? Aber ich finde es angenehmer. Ja. Ja? Mhm, tatsächlich. London ist eine so tolle Stadt. Ich habe beim Laufen so viele Rätsel gefunden und ich liebe Rätsel einfach. Schauen Sie, über das hier bin ich gerade eben gestolpert. Badam! So, wir gehen mal in den Koop-Modus. Mhm, an der Kreuzung, ui! Ja, stimmt! Oh nein, das wurde doch, glaube ich, schon mal gesagt so im Chat. Ich kann mich nicht erinnern. Dass es um eine Kreuzung ging. Okay, ich lese mal vor. An einer Kreuzung steht ein alter Wegweiser. Beide Wege führen zum selben Ziel und sind gleich lang, aber auf dem einen herrscht immer reger Verkehr, sodass es auf ihm länger dauert, das Ziel zu erreichen. Alle Fahrer wollen ihr Ziel so schnell wie möglich erreichen und entscheiden sich für den Weg, auf dem weniger los ist. Du möchtest dein Ziel ebenfalls schnell erreichen, also welchen Weg nimmst du? Berühre den Wegweiser, um deine Antwort einzugeben. Geht's einfach, oder? Ja, irgendwie. Jetzt weiß ich, wie man das löst. Oh, Moment, ich habe hier gar kein Bild dahinter. Ja. Also es ist doch die vielbefahrene Straße, weil alle die ruhige Straße sind. Richtig, Moment, ich muss mal unseren Hintergrund einfügen. Ja. Und man sieht auch ein bisschen, dass ich den Dings nicht komplett wegbekommen habe. Schade eigentlich. Den Greenscreen. Aber wenn ich das Bild... Okay, aber du hast trotzdem das Rätsel schneller gelöst. Ja. Tut mir leid, auch weil das war so irgendwie schon mittendrin mir. Ja, aber auch wenn ich es doof finde an sich, wo ich überlege, ob wir vielleicht mal überlegen, wenn nur 2 Möglichkeiten oder so sind, ob wir das mal wegnehmen. Mhm. Weil theoretisch hättest du ja auch einfach raten können. So,
So, Hintergrund ist wieder da übrigens. Mhm. Oh, jetzt wird mir erst angezeigt, dass du streamst. Was? Ja. Mann. Vielleicht kommen jetzt erst Leute dazu. Ja, vielleicht kommen überhaupt Leute dazu. Vielleicht kommen auch keine Leute dazu. Außer Kira. Ja, auch okay. Ja, Kira muss ja immer. So, du weißt, wo es lang geht. Anhand des Wegweisers kann man unmöglich erkennen, wie viel gerade auf den Wegen los ist. Entscheiden sich alle für die ruhige Straße, ist das am Ende der Weg, ja, auf dem mehr los ist. Eigentlich müsste man ja so denken, dass alle Leute dann die vollbefahrene Straße nehmen, weil alle denken, dass sie die ruhige Straße nehmen. Und dann müsste man wieder die ruhige Straße nehmen, weil alle ja die vollbefahrene nehmen. Richtig, weil das Spiel geht sozusagen davon aus, dass alle anderen Autofahrer Idioten sind. Ja. Übrigens eine tolle Sache, die auch beim Führerschein machen, bei der Führerscheintheorie öfter mal der Fall ist. Es wird immer davon ausgegangen, dass die anderen Fahrer ziemlich blöd sind. Oder Kinder oder alte Leute oder Tiere. Okay, vielleicht bei Tieren ist es, weil sie nicht die Verkehrsregeln kennen. Aber ja. Ja. Okay. Aber nein, wirklich, das ist so, da, man sieht öfter dann mal so kleine Filmchen von Rasern, die auf einmal auf der Autobahn hinten, von hinten auf einen zukommen und übelst ja. Die Lichthupe anmachen. Oh, jetzt können wir ja sogar lesen, was da steht. Ja, Rätsel 16 an der Kreuzung wurde zum Rätselindex hinzugefügt. Du hast 55 Rätsel gelöst, dafür erhältst du ein... Interieur-Ticket. Interieur-Ticket. So, wie heißt die Phase? Interphase? Dann die nächste ist die Pro-Phase, dann kommt die... Warte mal. Nee. Doch. Ich putze, stimmt. Ja. Metaphase. Metaphase, die Ana-Phase. Ja. Und dann die Telephase. Ey, das ist unfair, dass du das schneller kannst als ich. Ja, mit Eselsbrücken kann ich ganz gut, weil ich putze mein Auto täglich. War die Eselsbrücke. So. Ich putze mein Auto täglich. Nee, ich... Ja. Das hat Spaß gemacht, danke. Oh, sehr gerne doch. Ein tolles Gehirntraining, was? Oder Gehirnjogging. Dr. Diabolisches Gehirntraining. Hey, möchten Sie vielleicht eine Runde mit mir laufen? Oh, ich weiß nicht so recht. Ich glaube, dieses ganze 1-2-1-2 würde mich überfordern. Was? Sie kann nicht zählen. Nee, sie kann einfach nicht bekifft zählen. Da muss ich leider passen. Okay, dann... Ah, 32 zu 26, okay. Ja, zu Scott in die Art müssen wir noch. Zu Scotty. Ich denke mal den Bobby. Das könnte sogar sein. Nee, Moment. Nee, tatsächlich nicht. Dann ist es Schnurrbart. Ach, nicht. Stimmt, Schnurrbart links. Nein, na? Ist es nicht. Hehehe, bla bla bla. Aber die werden doch nicht ein zusätzliches verstecktes Rätsel hingepackt haben. Rechte oder, Flagge. Ja, oder die haben da, wo vorher eins versteckt war... Ja, aber da war keins versteckt. Da war keins? Rechts. Oh, da. Bling! Da war keins versteckt, das sind die... Da war keins versteckt. Mhm. Okay. Oh, sieh an, ein Rätsel in den Falten dieser Fahne. Was für ein höchst unwahrscheinlicher oder doch, Ort da für ein war, Rätsel. Oder doch, da war, glaube ich, eins. Gut gesehen, Ernest. Du findest Rätsel oft genau da, wo man sie am wenigsten erwarten würde. Ja. Also versuch du dich doch daran. Und schließlich hast du es ja auch gefunden. Ich will aber nicht. Ja, aber ich glaube, es war tatsächlich so, weil ich habe mich zwischendurch nämlich gefragt, wie kann man ein Rätsel in einer Fahne verstecken. Ja. So, Koop-Modus. So, komplizierte Rohre 2. Oh, nee, nicht schon wieder. Ja, meine Chance. Hier haben wir ein echt kompliziertes Röhrensystem. Öffnest du die zwei Richtungen der 8 Ventile oben, fließt Wasser aus allen... in Stücken am Boden. Gabelt sich ein Rohr, fließt das Wasser in beide Richtungen weiter, aber nur nach unten. Rühre ein Ventil, um es auszuwählen oder wieder zu löschen. Finde heraus, welche beiden Ventile die richtigen sind. Oh Gott. Ja. Wie geht's? Oh yes.
können also Scheiße! Kommt es doch gleichzeitig! Nein! Was? Ja! Nein! Ja! Was war denn falsch? Ja! Ich hab das gar nicht. Oh Mann. Okay, Moment, ich muss nochmal bei mir gucken, welches hast du denn verfehlt? Ah, das in einem, das zweite von das rechts. Vorletzte. Oh Gott. Ja. Ah. Okay, Punkt für sie. Es ist echt. Ich bin in sowas gut. Ja, ich ja eigentlich auch, wenn ich gesehen hätte, dass das. Ich liebe sowas. Okay, also, Moment. Aber, nee, G geht da lang und dann da, wo. Nee. Also ich würde sagen, es könnten auch ganz andere sein. Also, beziehungsweise, also eins von den beiden ist es definitiv schon mal nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Ich freue mich gerade. Das sind Rätsel, die ich kann. Bei sowas bin ich immer... Mhm. Nee, weil ich habe auch immer tatsächlich Gehirnjogging gemacht und da gab es auch irgend so ein Spiel, wo man das so machen musste, so ähnlich. Oh, ich würde ja jetzt mal richtig doof sein wollen. Und? Und also, wirklich mal das Ganze mit auf die lange Art und Weise lösen. Also, na, ich habe auch am Anfang Notizfunktion benutzt. 1 und 3 sind's bei A bloß. Ach so, ja, okay, das ist wirklich langweilig. Ja. Ja, das ist wirklich langweilig. Ja. Schön, dass es dir auffällt. So. Und dann haben wir hier 1, 2 geht auch irgendwie, glaube ich. Bei B? Ja. 2? B, egal. Ist ja. Geht 3 bei B oder geht 3 bei B? Nee, 3 geht dann nicht. Aber 4 geht wieder. So. Und dann noch dieses. Moment. 4 geht. 5, 6 geht. So, bei C geht 1 und 2. Dann war es das auch schon mit dem ein Stück. So, dann haben wir aber hier, das geht zu 3 und 5. C kann noch mehr, ja. Was? Ich habe gerade gedacht, du meinst nur 1 und 2 kann C. 1, 2, 3 und 5, nee. Also, und mehr geht, glaube ich, auch. Ja, aber da war ich gerade voll verwirrt, weil du meintest, so geht nur 1 und 2. Nee, nein, nein, nein. Ach so, in die Richtung, in die eine von dem. Ach so. So, bei D geht es dann erstmal in die 2 und in die 4, wenn ich da lang gehe. So, dann gucken wir mal. Dann geht es aber noch hier rüber und dann geht es in die 1, 2, 3, 4, 5 und die 7. Bei E wird es jetzt komplizierter, glaube ich schon, weil ich so viel vollgeschrieben habe. E geht in die 1 und die 3, wenn man von dem ganz obersten 1, 3 dann wenn man weiter runter geht, sind es noch 4 und 6. So, F geht in die 3 und 5 an der Seite. Da und da. Hat sonst keine weiteren Auswüchse auf der Seite, aber auf der anderen geht's auf die 6 und 8. Schade, jetzt kann ich ja nicht meine Notizen nebenbei aufs Malen. So, dann noch hier. G geht in Richtung 4 und 6 schon wieder. Und auf der anderen Seite 7 und 8. Okay. Und H? Scheint ganz blöd rauszufallen, weil es nur 6 und 8 kann. So, okay. Also es muss auf jeden Fall F oder G dabei sein, weil sonst kein anderes in die 8 reingeht, oder? Was? Es müsste F oder G dabei sein. Ja. Gut. Nee, Kira kann ich nicht machen, das ist manipulieren. So ein bisschen. Deswegen. Also. Ich würde gerade sagen, es G dabei.
Weil wenn ich also F nehme, dann ist keins von den anderen so, dass ich eine 7 dabei habe. Also. Wieso, D hat eine 7? D hat eine 7? Ach da, ja. Aber wenn ich. Aber dann habe ich keine 1, wenn ich F und D nehme. Mhm. Stimmt. Hm. Also deswegen 4, 6, 7, 8 ist. Also 6, 7, 8, dann brauche ich jetzt noch. Ich muss mal alle durchgucken, die eine 1 haben. 1, 2, 3 und 5, ja. Also C und G müssten es sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja. Ich weiß, das war jetzt voll lahmarschig, aber, ja. aber auf die Art und Weise kann man es lösen, wenn man ja. Zeit hätte. Wenn man Zeit hätte. Ja, und ich hab's sehr schnell rausgefunden. Ja. Nee, ich hab immer, ich guck immer als erstes, welches sieht am kompliziertesten aus, funktioniert das. Na, welches kann das System?